Steht er jetzt? Hinterm Baum. Da ist er. Sehen? Ah ja. Delta Charlie Mike, heute auf die Pistole 6 und startet. Also guck mal, ist alles offen. Wo ist die Felsen? Ist die Felsen da vorne? Da oben ist hier was Wanderwege. Und da hinten ist der Feldberg. So, hallo und willkommen in der Delta Mike Serra Charlie Mike. Ich mache heute einfach mal einen Flug mit meinem Sohnemann. Ja. Und wir drehen einfach noch eine Runde. Viel Spaß mit dem Video. Hast du das von der Brille dabei? Da hinten ist der, wir gucken mal, wie ist es? Ja. Und da oben runter ist es ausfahrig. Schon nicht geschlossene Wolke decken, dass wir da hinten kommen. Ja. Dann fliegen wir da nach hinten Richtung Feldberg. Da kann man schön die Bilder machen. Das ist ja die Richtanzeige jetzt. Jetzt die Liter, wo wir dabei haben. 34 Liter, das stimmt sowieso nicht, wenn da mehr. Okay. Und das ist gerade der aktuelle Durchfluss, 20 Liter die Stunde. Obwohl okay. Das auch nicht stimmt. Das stimmt. Das Ding stimmt vorne hinten. Die haben es deswegen da drin. Weg. Betriebsstundenzähler. Was soll denn für die Dings da? Horizont? Achso, das müssen wir wieder machen. Wir warten immer noch die Hardware, dass ich die kriege. Okay. Okay, ich habe mal 1000 Fuß gemacht, also 300 Meter. Schächte unten drunter, ja? Das heißt, jetzt könnte ja auch die perfekt wärmer werden. Da ist ein Alpen ganz vorne. Ah ja, alles Alpen. Das ist alles runter und runter, wie es richtig neblig ist. Da vorne sind die Windräder von Gerschbach. Und da hinten dran siehst du, das Rind ist schon offen. Was ist das? Ja. Da können wir nachher dann wieder runter. Rüber sind. Ja. 1500 Fuß, also 450, 500 Meter. So. Also müsste gerade so bei der Wolke sein. Ja. Wie geil das gerade so mit dem Transport, kannst du abtrennen. Ja, ja. Genial. Rückenwind, oder? Das ist aber Rückenwind, ja.
da fahr ich gar keinen Wind, weil der Wind von der Seite kommt. Okay. Ah, der kommt ziemlich von der Seite jetzt. Das heißt, jetzt ist Airspeed, dann Ground Speed. Hier komm. Du weißt nicht, weiß ich mehr fliegen. Kann ich machen, bis der Flugbahn eröffne und. Aber keinen Bock drauf. Aber wenn ich international ist, Also international abfliegen, auf so einem Bereich kann ich englisches Flugsprechzeugnis haben. Also das nur in Basel, den Flughafen? Nein. Abseits davon, dass es richtig teuer ist, ohne BC ist ein kontrollierender Flugplatz oder Flughafen, dem Fall sogar, ja. Da darf ich gar nicht landen. Beziehungsweise landen dürfte ich schon, aber ich persönlich nicht, weil ich kein Funksprechzeugnis habe. Aber wenn du es hättest, dürfte ich landen. Wenn ich es hätte, dürfte ich es machen, ja. Wie viel kostet landen das? Keine Ahnung. Teuer auf jeden Fall. Ich habe es von 90 Euro oder 90 Franken gehört. Was? Ja. Der Belgier da vorne. Ja. Hätte ja. Eine Runde bis unter die Wolkendecke drunter. Ja, sicher. Riefeld ist gerade voraus. Da sieht man nämlich die Dampffahne. Bergchlorat-Betrieb. Gerade voraus. Gerade unterhalb von der Wolkendecke. Das müsst ihr die Riefelde sehen. Okay. Startseite war nicht da vorne. Was ich gesagt habe, das stimmt. Weil da hinten steht der Berg. Sieht man schon, taucht hoch. Ja. Jetzt können wir gerade an die Wolkendecke durch. Drunter viel mehr. Das ist ja, das ist noch weit weg. Aber jetzt ist es ein wenig ruppig halt. Ne? Aber jetzt war es ja absolut ruhig da oben, weil wir über die Version waren. Und jetzt können wir gerade durch, siehst du? Knapp 4000, jetzt können wir mal gerade durch. Ist jetzt ein wenig. Und plötzlich wird es kalt, merkst du es? Ja. Das ist Invasionsschicht. Oben ist wärmer wie unten. Denke ich über die Invasionsschicht auch absolute ruhige Luft. Über die Hangkante, weißt du? Ja. Wo der Wind nach oben zieht. Gelder Charlie Mike, 6 Gegner 506. Das wird eine wackelige Angelegenheit, dass wir unten sind. Und zumindest ein paar Meter über die Piste. Sind wir relativ schnell gestanden.